Mit diesem Video wirst du schon bald im epischen Stil des Soundtracks von Interstellar improvisieren können. Und obwohl das so richtig beeindruckend klingen wird, benötigen wir dazu bloß drei einfache Akkorde und ein paar schlichte Melodien. Ich zeige dir hier wie verschiedene Teile und schlussendlich ist es ganz wichtig, dass du diese verschiedenen Teile dann beisammen hast und das dann wie zusammensetzen kannst zu einer Improvisation. Wir beginnen hier mal mit einem Intro in dem Sinn, das ist ein ganz kleiner, simpler Teil. Danach steigert es dann und geht so richtig ab in dem Sinn. So, dazu verwenden wir in der rechten Hand zwei Töne, C und E, oder besser gesagt E und C, und schaukeln die hin und her. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das Ganze ist im Dreivierteltakt, ganz wichtig, dass du dieses Gefühl hast. Oder Ton ED, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist ziemlich an das Original angelehnt. Die linke Hand kriegt diese Lage hier, diese Töne, und je nachdem, welchen Ton wir in der linken Hand dazu spielen, die improvisieren wir dann, spielen wir in der rechten Hand andere Töne. Also bei C sind es diese Töne, bei H, diese bei A, diese bei G, wieder diese, wechselt eigentlich immer ab, ja. Und bei F sind es dann wieder diese zwei Töne. Ja, also so kann man sich auch merken und sonst. Genau, und die Idee ist, dass die linke Hand hier die Melodie spielt. Das ist also mal umgekehrt. Links spielt Melodie, das ist eben auch spannend. Ja, und das Prinzip bei diesem Teil ist es wie ein Intro, das soll einfach so ein bisschen Stimmung geben, diese geheimnisvolle, faszinierende Stimmung. Ich mache hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel so. Grundsätzlich, immer wenn ein neuer Ton kommt, der ja auch länger gespielt wird, machen wir einen Pedalwechsel. Das Ganze spielen wir mit Haltepedal, sonst kriegt es nicht diese Stimmung. So, und das ist aber, wie gesagt, erst das Intro. Jetzt geht es erst dann richtig ab. Dazu brauchen wir wie im Glide-Pattern zuerst mal für die linke Hand und auch wie Akkorde. Hier beginnt es mit F-Dur. Dazu verwenden wir diese Töne. Ja, hör mal, es klingt, also ich finde es echt faszinierend, diese drei Töne, diese Dezime hier, die klingt so wunderschön. Ja, und damit du die Spanne hier hinkriegst, kannst du hier die Hand so ein bisschen drehen. So spielen wir das dann. 1, 2, 3, 1. Und keine Angst, wenn du es trotz allem nicht hinkriegst, diese Spanne hier, dann verwende ich jetzt oberst einfach wieder den Ton F. Also der unterste Ton ist dann auch der oberste Ton. Das ist dann das Gleiche. So geht das auf und klingt auch gut. So, dann für G-Dur haben wir diese Töne. Natürlich wieder geschaukelt. Für A-Moll diese Töne. Und dann geht es wieder nach unten. G-Dur, diese Töne. So. Das spiele ich dann nachher natürlich auch im Stück mal, aber dann mit der rechten Hand zusammen. Hier haben wir wie so eine Basisversion. Die rechte Hand, die schaukelt auch und kriegt aber nur zwei Töne bei F-Dur. Diese Töne bei G-Dur und bei A-Moll. Ja, und es ist eigentlich ganz einfach, der dritte Finger, der Mittelfinger bleibt hier auf dem E und der Daumen wandert einfach nach oben und wieder nach unten vom A auf C und wieder nach unten. So simpel ist das. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch zusammenkriegen. Das ist wie eine Basisversion. Darauf werden wir dann im nächsten Schritt nachher Melodien improvisieren. Das geht so. Zuerst müssen wir einmal nach innen schaukeln sozusagen und dann ist es synchron. Das ist wichtig zu verstehen. Also zuerst nach innen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann G-Dur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A-Moll. 1, 2, 3, 1, 2, 3. G-Dur, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dann wiederholen sich die Akkorde von vorne. So, das ist aber erst, wie gesagt, die Basisversion, auch hier nochmals erwähnt, grundsätzlich bei jedem Akkordwechsel ein Pedalwechsel. Manchmal kann es auch sein, dass es nötig ist, zwischendurch innerhalb des Akkordes auch zusätzlich auf Schlag 1 einen Akkordwechsel zu machen, im zweiten Takt jeweils. So, nun spielen wir dazu Melodien und das gibt ein super einfaches Prinzip, indem wir einfach auf den weißen Tasten hier
ein Ton hoch oder runter gehen von diesem E hier. Und das können wir dann natürlich auch ausbauen, aber so ist das der Start eigentlich mal am einfachsten. So, und dann können wir natürlich auch weitere Töne dazu nehmen. Kleine Melodiebögen reinspielen. Was auch sehr schön klingt, ist, wenn wir hier wie die Oktaven betonen, nämlich diese Töne in dem Sinn. Und dann auch darauf improvisieren mit dem obersten Ton. Grundsätzlich schaukelt es hier immer zwischen dem oberen und unteren Ton, kann man glaube ich sagen. Das ist eigentlich immer dieses Prinzip. Und wenn man das eben so verstanden hat, ist es erstaunlich einfach, das so hinzukriegen, weil der Rhythmus immer derselbe bleibt. Nun kann man das natürlich weiter steigern. Und was super cool klingt, ist, wenn ihr hier Oktaven spielt in der rechten Hand, einfach auf den weißen Tasten. Oktaven, ganz einfache Melodien. Da kannst du mal beginnen, zum Beispiel auf Schlag 1 jedes Akkordwechsels, damit es noch nicht zu anspruchsvoll ist. Dann auch auf jede 1. Es gibt wirklich einfach so einen schönen Klang, ein bisschen wie so ein Licht für mich, das aufstrahlt hier. Und ebenfalls eine sehr coole Idee ist auch, wie Elemente aus dem Original zu übernehmen, zum Beispiel vom Rhythmus her. Und hier wäre es dieser Rhythmus, der sehr typisch ist, 1, 2, 3. Also auf die 1 und dann auf die 2, ein zweiter Ton. Das gebe ich hier auch ein Beispiel dazu, das klingt sehr, sehr schön. Auch auffüllen. Dann auch auffüllen mit wie so Melodiebögen und das Ganze noch mehr miteinander verbinden. Ja, jetzt ist natürlich wichtig, das Ganze an dieser Stelle mal zu verstehen, wie kommt denn das zusammen oder wie kann man diese Teile dann wie verbinden. Das ist immer so ein bisschen die Kunst und dazu möchte ich dir gerne natürlich das auch zeigen und spiele einfach mal eine Beispielimprovisation vor. Empfehle ich dir auch sehr, immer wieder anzuhören. Es gibt einfach Ideen und Inspiration für die eigene Improvisation. Genau. So, dann legen wir mal los und ich baue alle diese verschiedenen Teile und Techniken hier ein, so wie wir es gelernt haben.
Ja, ich mag sie einfach, diese epische Filmmusikstimmung und das freie Improvisieren und sich so ausdrücken können. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Dann hast du gewusst, dass jeder, wirklich jeder, mit Leichtigkeit so richtig toll frei und ohne Noten Klavier spielen lernen kann. Das wird dir möglich sein mit dem Piano Club. Da kriegst du Zugriff auf komplett alle Kurse von frei Klavier spielen plus ein monatliches Videofeedback von mir höchstpersönlich inklusive. Und damit wirst du schon bald wirklich so richtig toll improvisieren können, wunderschöne Melodien kreieren, schöne Akkordfolgen, Akkorde schön ausspielen und so weiter. Du wirst Songs einfach nur nach Akkorden und Gehör spielen können und Lieder begleiten, wirst rhythmisch sicher werden und so weiter. Da wartet einfach ganz viel Spielfreude auf dich und es würde mich natürlich sehr freuen, dich auch im Piano Club in den Kursen begrüßen zu dürfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich ebenfalls sehr freuen, wenn du es mit anderen teilst, wie das viele schon gemacht haben. Ich denke, du kennst bestimmt jemanden, der auch Klavier spielt und von diesem Video profitieren kann. Vielen Dank für jedes Teilen und bis in einem nächsten Video. Ciao!